Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Tom Clancy Elite Squad. Irgendwie so, ja. Okay. So, Lautstärke angemacht. Oh, hat gleich schon gedeutet. Gut, dann starten wir das Spiel. Ich habe es gestern oder vorgestern einmal schon mal kurz gespielt. Vorgestern war das. Vorgestern habe ich gespielt. Das war ein Spiel für die 2 Stunden, wo man halt solche Karten gewinnen kann, wie von Amazon, Google Play oder Steam. Und ja, ich habe aber nichts gewonnen. Deswegen bin ich da schon auf Level 6 war es, glaube ich. Ist eigentlich ganz witzig, das Spiel. Also mir gefällt es. Von der Grafik sieht es so ein bisschen aus wie Star Wars Klonkrieg. Die Zeichentrickserie. Oh, da leuchtet schon was. Aber wir gehen erstmal hier rauf. Wir schauen uns erstmal die Ziele an. Meine Tagesziele sind Mission absolvieren, Umbra-Mission gewinnen. Okay. Das ist ja eigentlich schnell gemacht, denke ich. Oh, was macht denn der? Der lädt hier gar nicht mehr weiter. Doch. Oh, ich kann meine Leute aufwerten. Das ist doch immer nice. Level 8. Oh. Von denen kann ich die Waffen neu machen. Nice. Und das ist das Schlechteste bei mir, aber das ist der Sanität und den brauche ich halt. Dann habe ich hier noch 3 andere Leute, aber die sind nicht ganz so gut. Es war besser wie der Sanitäter, aber ich kann die mal reinholen. Schauen wir mal, was wir die machen können. Auch ein Level Up. Und hier auch ein Level Up. Bei der ist das coole, die macht hier so ein kleines Selbstschussgerät auf dem Boden. Aber wie wir sehen, die ist schlechter. Der ist sogar schlechter wie mein Sanitäter. Der kommt weg. Rain kommt auch weg. Der ist genauso gut wie mein Sanitäter. Und jetzt habe ich ja noch die 3 und davon nehme ich die weg, weil ich eine habe. Dankeschön. Weil ich halt den Sanitäter brauche. Okay.
Er ist auch in Sanität. Ach, deswegen. Warte mal, ich schau mal alle an. Also, das ist ein Tank. Den brauchen wir. Den Tank nehmen wir auch. Aber hier auch ein Sanitäter. Noch ein Tank. Und sie wäre, was ist das? Ein Damage Dealer. Also ich habe jetzt so drei Tanks, ein Sanitäter. Warte mal, ich probiere mal so aus, ohne den hier. Ich habe immer mit denen gespielt, weil ich dachte, das wäre der einzige Sanitäter, aber der hier ist ja auch einer. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe hier noch zwei Fähigkeiten, die kriegt man nach einer Zeit. Kannst du auch wechseln. Aber ich finde die beiden am besten. Wann? Scheiße. Alle einzeln. Okay, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, ob der Heiler heilt. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Opera-Mission gewinnen. Habe ich doch gerade schon gewonnen. Ah. Nochmal. Oh, das ist schön. Da kriege ich eine neue Ausrüstung. Sie auch und aufwerten. Bing. Ich nehme mal die letzten drei weg. Nimm die drei, vielleicht kann ich da was aufwerten. Siehst du, da habe ich schon was. Und bei denen habe ich auch was. Schauen wir, das ist bei 751. Es sind trotzdem die drei besser. Und halt, wie ich gerade schon sagte, das sind dann die Fähigkeiten. Ein Schild kann man vor allem machen. Nehmen wir mal mit. Und das ist, alle schießen auf die Person, die beleuchtet wird. Aber ich lasse den Airstrike drin. Ready for battle. Ready for battle. Aber sicher. Alle so weit weg. Und das war jetzt zum Beispiel so ein Schutzschild, kriegt der. Level up. Ich
bin jetzt Level 9 und jetzt können meine Kollegen alle auch Level 9 werden. Mission absolvieren. Umbrella Mission gewinnen. Schon wieder? Kann doch nicht sein. Immer das Gleiche. Was Neues. Ich lasse das mal drin und den nehme ich. Auswählen. Geld habe ich noch genug. Oh schön, da kriegt den Stern. Den dritten Stern kriegt er jetzt. Doch kein Stern, nur zweite Klasse. Würde ich die drei wegnehmen und die drei noch mal. Einfach das hier nicht. Was ist denn das? Okay. Ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, ich könnte auch das raussuchen, wenn ich da drauf gehe und dann hier drauf gehe. Genau, hier steht dann, wo ich das finden könnte. Alles Gute. Amos Yogi. Hier, da könnte ich es kriegen. Und bei 03D könnte ich das kriegen. Und das ist auch immer cool, wenn man sowas hat zum Finden. Aber mittlerweile hat das ja, glaube ich, auch fast jedes Spiel. Okay. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich pack die nochmal raus. Oh, das ist ganz dicht an den Tank. Also, wir haben jetzt drei Tanks, ein Damage Dealer und ein Heiler. Den Heiler habe ich noch nicht heilen gesehen. Das wundert mich. Ah, der schießt jetzt schneller, okay. Ah, down ist er. Oh oh. Ah, da, der steht gut für Airstrike. Alle down. Mission complete.
Gut. Holen wir uns die nächste Quest ab. Ah, zweiter Tag. Boah, noch ein Level an. Kampagne Verbündete, okay. Jetzt Energieladung. Kampagnenenergie verwenden. Ich muss 30 Energie verwenden. Okay. 30. Ich war bei 9. Das heißt, ich muss jetzt nur noch durchspielen. Ausbilden. Nur die drei schlechtesten. Ach, die sind ja gar nicht mehr die schlechtesten. Schmeiß ich mal alle raus hier. So, dann schauen wir. Der Sanitäter und die. Und dann die beiden. Trotzdem noch das gleiche geblieben. Dann will ich nochmal den hier zeigen. Ready for battle. Ready. Ich bin ready. Die Ladezeit nervte mal ein bisschen, aber es geht hier noch. Zum Beispiel, wir sagen jetzt, greift den Sanitäter an. Schießen alle auf den Sanitäter. Jetzt nicht mehr. Welle 2. Kein Level up. Gut, dann kann ich gleich weiterspielen. Ah, ich kann hier aufwerten. Ach, das war's. Gut. Ready. Go, 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 go. Überspringe das Video. Oh, die Welle 2. Airstrike. Schnell, bevor sie heilt. Super. Uff, aber mir jemand gestorben. Ups. Aber hier ist es hier nur geschafft oder nicht geschafft. 15. Airstrike.
18. Oh, Level up. Da habe ich was. Sind bei 18. Ich denke mal, später kriegt man bestimmt richtig Probleme mit dem Geld. Noch geht's, weil alles so preiswert ist, aber später könnte ich mir vorstellen. Immer später. Immer jetzt erstmal nur die 5 immer hochleveln. Sonst wird das so lange dauern. Deswegen habe ich mir gerade den Airstrike aufgehoben, weil ich mir gedacht habe, es kommt bestimmt noch eine zweite Welle. Steht ja auch hier oben links immer. Zu spät. Der Heiler war so langsam. 21. Das ist jetzt Nummer 24. Bin ich gleich fertig. So, erstmal ein Heiler. Weg. Noch eine zweite Welle. Oh, die sind alle so schön beieinander. Oh, oh, einer ist gleich da bei mir. Boah, Glück. Kalu. Ist 27 und der Boss kommt. Den in der Mitte habe ich und den habe ich. Willkommen in China.
3 Wellen diesmal. Okay. Das war den Heiler. Okay. Und der Boss. Wo ist der Boss? Der hier? Jawohl. Ah, der Boss ist sogar ein Heiler. Okay. Jetzt bin ich bei 27 und mir fehlt jetzt noch ein Kampagnenkampf. Dann habe ich mein Tagesziel erreicht. Und so wie man sieht, das geht eigentlich relativ schnell. Einziges, was immer ein bisschen auffällt, ist Leute aufwerten, verbessern, und das geht noch ziemlich schnell. Und ich habe was Neues bekommen. Nehmen wir das mal. Jawohl. Jawohl, ja. Okay. Ah, dadurch wird er gestunt. Okay, ich habe meine Tagesquest fertig. Dann gehen wir mal zurück. Hol meine Tagesquest ab. Alle Tagesquests erfüllt. Jawohl. Und hier. Subi. Was gibt's hier alles Neues? Events. Aber Events waren schon freigeschaltet, die beiden. Jetzt habe ich noch den dazu gekriegt. Ich habe noch keine Gilde, obwohl ich war auch in eine eingetreten. Hm. Na, dann bin ich jetzt in einer Gilde drin. Wo bin ich denn? Bin. Ach so, noch gar nicht drin. Jetzt. Ich bin beigetreten. Und ich bin. Wie heiße ich eigentlich? Wetter oder nicht? Red Dog. Genau. Okay, ich bin in der Gilde drin. Events haben wir gerade angeschaut. Tägliche Einsätze sind noch gesperrt. Erst ab Level 18. Shop. 24 Stunden. Depot, da habe ich etwas drin.
abholen. Und was ist drin? Ein Mann? Ah, nur 10 Marken. Noch 10 Marken. Ah, was ist immer los? Hier, 2 Stück. Und nochmal. Und? Na dann, weiter. Das war's doch jetzt, jawohl. Kampagne, da ist doch etwas. Ah, die beiden sind neu. Ah ne, 25 noch gesperrt. Ich habe die ganze Zeit gespielt, jetzt habe ich noch die, ja. Verbündete. Okay. Und das wär's dann. Viel weiter bin ich noch nicht. Kurz vor der Arena. Noch 3 Levels verändern. Vielleicht ist das Spiel morgen wieder dabei. Dann kann ich ja morgen vielleicht Level 15 spielen. Gut, das wär's dann für heute. Kleiner Einblick in das Spiel. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde jetzt mir mein Ticket abholen. Und hoffe, dass ich jetzt den neuen Rechner gewinne. Meiner wird schon alt. Ich brauche einen neuen Rechner. Spiel beenden. Jawohl. Und das Ticket holen, Ticket holen. Da ist das Ticket. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.